Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Heute haben wir mal wieder ein bisschen ernsteres Thema, denn wie ihr vielleicht wisst, begleitet mich seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, schon eine Problematik mit dem Knie. Und heute will ich mit euch darüber sprechen, was ich getan habe, damit es besser wird. Denn ich habe unter anderem auch eine neue Therapievariante genutzt, aber dazu komme ich später. Also erst nochmal für alle, die vielleicht helfen wollen. Ihr könnt mir glauben, ich habe schon alles ausprobiert. Ich war bei sämtlichen Physiotherapeuten, Sportmedizinern, bei Osteopathen, bei Chiropraktoren. Ich war auch schon bei Roland Liebscher-Bracht, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Der hat mich größtenteils vor allen Dingen auf Bewegungsmuster hingewiesen, die mir nicht mehr möglich waren, sprich ich war einfach ein bisschen verkürzt, habe dann wiederum mehr gedehnt, hat ein bisschen was geholfen, aber nicht wirklich der Gamechanger gewesen. Ich war beim Neurologen, um abzuklären, was es sein kann, ob es ein neurologisches Problem ist. Auch das wurde nicht bestätigt. Also ich habe diese leichte Arthrose im Knie, ja, die nicht operiert werden muss, aber die mich halt stark behindert. Und die Frage ist, wo ist der Ursprung des Problems? Ich bin der Meinung, dass es in der Kniekehle begann. Ich hatte auch mal einen Faserriss und das Problem war hinten und ist dann irgendwann nach vorne gewandert. Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Oberschenkel selber, der Quadrizeps, nicht richtig angesteuert wird vom Gehirn. Gut, der Neurologe hat gesagt, das ist kein Problem, aber ich habe ganz klar gemerkt, wie der Pump auch im linken Oberschenkel einfach viel schlechter ist. Laut DEXA-Scan über 3 Kilo weniger am linken Oberschenkel. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist richtig viel Fleisch. Es fällt vielleicht so jetzt nicht auf, wenn man nicht genau hinguckt, außer vielleicht von der Seite, aber der rechte ist halt einfach viel dicker als der linke. Und ich habe wirklich, ihr kennt es, wenn man ein Problem hat, man nimmt jeden Strohhalm und versucht irgendwas dagegen zu tun, damit es vielleicht irgendwann besser wird. Und genau das habe ich halt auch getan. Ich hörte durch meine Mutter vom Thema Narbenentstörung. Und jetzt ist es auch so, dass ich als Coach schon in den letzten Jahren immer meine Klienten gefragt habe, habt ihr irgendwo Narbengewebe? Weil Narbengewebe behindert ja den Energiefluss. Ja, vor allen Dingen, wenn Muskeln richtig zerschnitten werden oder auch fasziales Gewebe, dann kann es ganz, ganz viel mit uns machen. Jetzt muss ich euch dazu sagen, ich habe im Jahre 2008 Hautkrebs gehabt, also richtig brutalen Hautkrebs, ein Melanom, den schwarzen Hautkrebs. Und der wurde mir entnommen, hier einmal war das Melanom, und da wurde mir Lymphknoten entfernt. Und zwar hier aus der Leiste, und das wurde sogar zweimal wieder aufgeschnitten. Also das ist eine richtig brutale Narbe, so richtig Gefühl habe ich da jetzt auch nicht mehr. Ja, er steht noch, er kann noch, er will auf jeden Fall. Aber ihr wisst, was ich meine, es sind zwei wirklich brutale Narben und es sind, weiß Gott, nicht die einzigen. Ich war vor wenigen Tagen bei jemandem, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und der das praktiziert. Es war spooky, es war anders, es war irgendwie magisch. Da ist ganz, ganz viel passiert, aber schaut erstmal selbst. Ich bin jetzt hier bei der Narbenentstörung, mal ganz pauschal gesagt. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich auf noch eine bestimmte Sache hoffe, was meinen Oberschenkel angeht. Und wir haben festgestellt, dass ich da zwei krasse Narben habe. Also einmal vor meinem Hautkrebs, den Melanom. Ja, und die wird jetzt gerade auch noch behandelt. Und solche Narben stören halt extrem den Energiefluss. Oh, fuck. Und wir behandeln die jetzt. Wir haben schon irgendwie 2 Stunden hinter uns. Das ist mega brutal. Ich werde euch auf jeden Fall im Laufe der Zeit berichten und sagen, ob es mir was geholfen hat, wie sehr es mir geholfen hat oder auch nicht. Es geht ja darum, meinen Oberschenkel wieder zu aktivieren. Denn der Oberschenkel selber arbeitet nicht so, das habt ihr mitbekommen, wie der rechte. Ja, hier ist der Schnitt, ist da. Und hier ist auch Schlanke. Auch wenn ihr das jetzt so nicht seht. So, und heute nehme ich euch in das erste Training nach dieser Anwendung mit, in das erste Beintraining. Und das Ding ist, ich habe es euch gesagt, links pumpt viel schlechter als rechts. Und deswegen werden wir jetzt gleich mal die Oberschenkel messen und schauen, wie es vorher ist und wie es nachher wird. Das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon ein bisschen besser ist. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Da ist auf jeden Fall einiges passiert. Wie, was genau, werden wir jetzt gleich im Training sehen. So, dickste Stelle, ja. 71 cm, mehr können wir da nicht rausholen. 69 cm. Also 2 cm hätte ich mehr gedacht. Wahrscheinlich, wenn man es unten misst, ist es noch ein bisschen größer. Schaut mal hier. Hier fehlt einfach das Fleisch an der Seite dran. Schaut mal hier. Und wenn wir jetzt hier gucken, da ist ein richtiger Schinken. Ja? Das wird ein richtig fettes, saftiges Steak. Währenddessen ist hier links ein bisschen magerer aussehe. Also eins kann ich euch sagen, ich habe wirklich viel rumgedoktert.
einbeinig an der Beinpresse, hier probiert, da probiert, verschiedene Winkel, Kniebeuge hatte ich hier komplett rausgeschmissen, aber die einzige Übung, die mich vor allem in der Shutdown-Zeit, ne, zu Hause oder draußen am weitesten gebracht hat, war definitiv der Peterson-Step-Up, wo ich im Prinzip eine Kniebeuge simuliere und mein Körpergewicht einbeinig bewegen muss. Das hier ist übrigens das gesunde Bein. Ja, mit dem fange ich immer an, mit der stärkeren Seite. Und angefangen habe ich übrigens mit so einer Höhe. Ne? Weil das gesunde Bein ist nicht das Problem, kommen wir drum. Sondern das linke Bein, das ist das Problem. Und ich merke jetzt gerade auch beim Aufwärmen, dass es noch nicht so gut klappt. Und es frustriert mich, weil ich natürlich mir wünsche, dass diese Narbenentstörung auch demzufolge Früchte trägt. Ne? Weil wenn der Muskel nicht richtig angesteuert wird, kriegt irgendwann das Knie ein Problem. Weil die Muskulatur entlastet ja das Gelenk. So ist es gedacht. Und wenn die Muskulatur nicht richtig arbeitet, dann kann sie das Gelenk nicht entlasten. Ne? Deswegen habe ich mich jetzt immer vorher schön aufgewärmt. Mit dieser Übung mich langsam höher getastet, damit die Bewegung größer wird. Mehr, größerer Bewegungsradius. Also muss die Muskulatur auch mehr arbeiten. Bis ich irgendwann bei einer bestimmten Höhe angekommen bin, meine Arbeitssätze gemacht habe. Und dann, meine Freunde, dann ging es weiter mit der Kniebeuge. So. Kurz bevor der Shutdown zu Ende war, habe ich mit Julius zusammen bei Big Sean trainiert und zum ersten Mal Kniebeuge probiert mit 80 Kilo. Klar, wenn man vorher das Körpergewicht einmalig bewegt, ist es nicht so schwer. Aber ich war ganz vorsichtig und ich konnte mich in den letzten Wochen und Monaten wirklich steigern bis hin zu 150 Kilo für 8 Wiederholungen. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Ich habe die Technik ein bisschen variiert, ein bisschen mehr hüftdominant gearbeitet, die Hantel weiter hinten abgelegt. Und was soll ich euch sagen? Also bis hierher lief es noch ganz gut. Aber es bringt ja alles nichts, wenn die Muskulatur nicht richtig angesteuert und durchblutet wird, weil der Pump ist halt essentiell, ne? Ja, und jetzt gucken wir mal, ob ich dann irgendwann warm werde für die Kniebeuge. Schauen, wie die Kniebeuge läuft, machen ein paar Sätze. Und dann gucken wir, inwiefern sich der Pump entwickelt hat, weil der muss ja halbwegs gleichmäßig sein. Und die Hoffnung ist die, dass irgendwann beide Beine wieder gleichmäßig dick sind. Und der linke Weg ist nur ein bisschen schlanker, ne? Und er hat ja doch viel mehr Narben entstört, da ist ja noch einiges passiert und... Na, gucken wir mal. Also ich spüre definitiv noch keine Verbesserung. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das richtig gut funktioniert. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn du das jahrelang hast, aber wir werden mal gucken, wie lange es dauert. Das größte Problem ist natürlich, dass wir immer noch nicht die Ursache herausgefunden haben. Ich gehe halt alle Möglichkeiten durch und versuche dann dementsprechend zu handeln. Am Ende meine Message für euch ist auch wichtig, in Eigenverantwortung zu gehen. Nicht nur auf einen Arzt verlassen, sondern mehrere abchecken, sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wenn ihr die Ursache nicht kennt, könnt ihr das Problem ja nicht beheben. Ne? Ja, ist ja mit allem so. Naja, ich mache noch ein bisschen weiter warm und dann geht es weiter mit der Kniebeuge. So, ich habe jetzt 5 Sätze gemacht von diesen Peterson Step-Ups. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich brauchte das unbedingt. Und jetzt schaut mir die Oberschenkel an. Ich werde feststellen, hier im linken ist noch mehr Definition, mehr Schnitt. Und das rechte ist richtig angeschwollen. Und dadurch sieht man die Konturen nicht mehr so gut. Ne? Das liegt daran, dass das rechte gepumpter ist als das linke. Und ich mache mir jetzt wirklich Spaß. Ich messe jetzt trotzdem mal zwischendurch. Auch für mich selber, um es einfach zu wissen. So, immer noch 71. Ist ja auch scheiße. Ja, mit Pump. Warte mal, ich messe mal hier oben. 71,5. Ich dachte, jetzt kommt 73, verdammte Scheiße. 69,5. Also schon weniger, aber man sieht, also weniger Pump. Ja, Leute, ist egal. Jetzt, wenn nichts klappt, dann beugt man halt einfach. Ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall bereit. Teste immer mal so beim Runtergehen, wie es sich anfühlt. Und dann gibt es ein Gewicht im Nacken. Und während des Trainings gibt es ERAs. Trinkt sich nicht nur das Wasser schneller weg, sondern tut man was gegen den Muskelabbau. Ne? Ich bin heute auch noch nüchtern. Ich habe mich gegen Whey entschieden, weil Whey ist immer so relativ, naja, eigentlich ist es leicht verdaulich, aber alles, was ich vor dem Training esse, ist immer so unangenehm. Muss ich erst mal 3 Stunden verdauen. Deswegen hier 8 Gramm pro Messlöffel. 450 Gramm Dose, 22,90 Euro. Mit Johannes 20 könnt ihr mal zusätzlich 20% sparen. Und zwar auf alle Sorten mittlerweile. Also schaut mal im Shop vom Best Body Nutrition rein. Und in der Beschreibung. Ich bin jetzt wieder bei meinem Arbeitsgewicht angekommen. Und werde jetzt mit 110 Kilo, das sind so 50-60% vom One Rack Max,
One Rep Max, also von dem, was ich maximal schaffe, weiß ich ja momentan nicht, denn ich arbeite immer nur zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Ja, und davon mache ich dann 10 Sätze, Freunde. Prost! Ich habe das mit dem Krebs zwar jetzt nur ein bisschen beiläufig erwähnt, ne? Aber also ich habe das in dem Alter, ich war 28, das ist 12 Jahre her, und da habe ich das gar nicht so richtig ernst genommen. Und er hat ja auch nicht wehgetan, Leute. Ne? Hautkrebs tut nicht weh, aber man stirbt halt relativ schnell davon, wenn man nicht aufpasst. Ich weiß auch nicht, ob man die Lymphknoten wirklich hätte entfernen müssen. Die haben es auf Nummer sicher gemacht, weil sie das halt immer machen. So. Also ich glaube, was es mit mir gemacht hat, war so, und ich bin einfach dankbar für jeden Tag. Und hab eine andere Einstellung zum Leben, ne? Also es kann halt wirklich schnell vorbei sein, schneller als einem lieb ist. Und insofern sollte man so versuchen, so viel wie möglich Spuren zu hinterlassen, im positiven Sinne. So, das ist so die Devise. Und vor allen Dingen dankbar sein, auch für kleine Dinge im Leben. Leute, ich bin so dankbar für den Status, den ich momentan habe, für das Leben, was ich leben darf und kann. Auch wenn man sich manchmal trotzdem beschwert, aber ja, es liegt in unserer Natur. Also, und ihr habt auch einen gewissen Teil dazu beigetragen, weil ohne euch könnte ich das Leben so nicht leben, wie ich es halt lebe, ne? Dann würde ich halt weiterhin Personal Training machen, das war ja auch ein geiler Job. Und wenn YouTube irgendwann nicht mehr da ist oder ihr euch nicht mehr für mich interessiert, dann meine ich, bin ich ja wieder Personal Trainer. Und das ist dann auch in Ordnung, Hauptsache wir sind gesund. Weiter geht's. Wäre natürlich die Wiederholung ein bisschen langsamer. Nicht mehr so schnell, wir machen einfach nicht mehr so spitzig. Aber der Pump ist zumindest gefühlt da. Ich spüre jetzt keinen großen Unterschied zu sonst. Aber das werden wir jetzt gleich mit dem Maßband ausfinden. 71 links. Das heißt, ein bisschen Blut ist auf jeden Fall drin. Und 72, knapp 72 auf der rechten Seite. Das heißt aber, links hat sich mehr aufgepumpt auf jeden Fall, ne? Also ich bin jetzt fast auf einen Zentimeter mit dem Bein rangekommen im aufgepumpten Zustand. Wir wissen zwar nicht wirklich, ob das jetzt was Gutes ist, aber ich interpretiere das jetzt mal rein. Freunde, genau so rede ich mir das schön. Es sind die kleinen Schritte im Leben. Also ihr wisst, was ich meine. Links waren vorher 2 Zentimeter Unterschied, jetzt ist nur knapp ein Zentimeter aufgrund der durchblutenden Muskulatur. Da würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Direkt beim Training selber einen Unterschied gespürt habe ich definitiv nicht. Aber ich glaube, long term werden wir das beobachten müssen. Ich bin super happy, weil ich konnte mich in den letzten Wochen, Monaten linear steigern. Es ging einfach immer weiter nach vorne. Und darüber bin ich froh und vor allen Dingen dankbar. Na Leute, es könnte auch ganz anders laufen. Also an dieser Stelle sage ich einfach nochmal Danke für euren Support, dass ihr euch regelmäßig für mich als Person interessiert, wie es bei mir weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall in jedem Video auf dem Laufenden. Wenn ihr noch nicht die alten Videos gesehen habt zu dem Thema der Problematiken, verlinke ich euch die hier in Abspann. Ansonsten, wenn ihr mich supporten wollt, schaut in die Beschreibung. Johannes 20 bei Best Body Nutrition, Johannes 10 bei Smile Dogs oder ansonsten einfach mal Ultralight abchecken. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Ich mache jetzt hier meinen Scheiß weiter. Danke, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare rein.